Tibet, das Dach der Welt, gut 4000 Meter hoch. Seit Jahrhunderten scheint hier im Himalaya die Zeit stillzustehen. Folgen die Menschen den uralten Geboten des tibetischen Buddhismus. Die Abgeschiedenheit hat dem Land zu allen Zeiten die Aura des Geheimnisvollen verliehen. Für den Westen ein Mythos. Ein letzter Ort von Weisheit und Harmonie. Doch der Eindruck täuscht. Der letzte lebende Gott der Tibeter sitzt seit 1959 im indischen Exil. Dass der 14. Dalai Lama wieder zurückkehren wird, ist unwahrscheinlich. Das Orakel verheißt für die Zukunft wenig Gutes. Und 5 Jahrzehnte nach der Besetzung durch China holen Pekings Rote Kaiser zum letzten Schlag aus. Millionen von chinesischen Siedlern sollen den tibetischen Widerstand endgültig brechen. Es war von Anfang an ein ungleiches Zusammentreffen. Die kampferprobten Truppen Maos hatten mit den schlecht bewaffneten Soldaten des abgeschotteten Gottesstaates keine Mühe, als sie 1950 den Kommunismus nach Tibet exportierten. Die chinesische Wochenschau berichtete: Ein Teil der Volksbefreiungsarmee marschierte auf Befehl der Zentralregierung nach Tibet. Die tibetischen Streitkräfte wurden schließlich völlig besiegt. Dank der Stationierung der Volksbefreiungsarmee in Tibet konnte die dortige Gesellschaft aus der Stagnation herauskommen. Mao lässt den jungen Dalai Lama in Peking antreten. In der Regierungsresidenz Chungnanhai sah der Dalai Lama erstmals den Vorsitzenden Mao Zedong und überreichte ihm einen traditionellen tibetischen Schal Hada und eine goldene buddhistische Gebetsmühle. Während seines Aufenthaltes in Beijing traf der Dalai Lama mehrmals mit dem Vorsitzenden Mao zusammen. Sie tauschten herzlich Meinungen aus und waren wie alte Freunde. Doch die angebliche Freundschaft kostet Hunderttausenden Tibetern das Leben. 1959 flieht der Dalai Lama nach Indien. 5 Jahrzehnte nach dem Einmarsch der Chinesen flattert das Symbol der Sieger vor dem Wahrzeichen von Lhasa. Der Potala-Palast, einstiger Sitz des Dalai Lama. Die Residenz der Gottkönige Tibets ist nur noch Museum, montags geschlossen. Hunderte von leeren Hallen und Zimmern. Anstelle des Zöll, den alten tibetischen Häusern der einstigen Zentralregierung rund um den Potala, ein Paradeplatz. Ein Ring aus Regierungsgebäuden, Armeekasernen und Plattenbauten schnürt die Stadt ein. Chinesische Bulldozer haben im Namen des Fortschritts viele der traditionellen Bauten zerstört, um Platz für chinesische Einwanderer zu machen. Vom alten Lhasa stehen allenfalls noch 3%. Der Chokhang-Tempel beispielsweise, das Allerheiligste der Tibeter. Eine letzte Insel der Vergangenheit im Stadtkern. Hunderte werfen sich täglich auf das kalte Pflaster, messen nach wie vor den Pilgerweg mit ihrer Körperlänge aus. Was für gläubige Moslems Mekka ist, das ist für einen gläubigen Tibeter Lhasa. Wer hier betet, verbessert sein Karma und damit seine Chancen im nächsten Leben. Jenem uralten Gesetz des Buddhismus von der Wiedergeburt, nachdem jeder für die Taten in seinem früheren Leben belohnt oder bestraft wird. Nach langen und zähen Verhandlungen mit dem Amt für religiöse Angelegenheiten dürfen wir ins Innerste des Tempels, dem Herzen der tibetischen Kultur. Nur zu einer bestimmten Tageszeit
brechen Sonnenstrahlen in das dunkle Gemäuer und lassen den Buddha der Gegenwart und der Zukunft aufleuchten. Das meiste, was hier im frischen Glanz erscheint, war während der Jahre der Kulturrevolution zerstört worden. Jahrzehntelang war das Allerheiligste verriegelt, durften keine religiösen Zeremonien mehr abgehalten werden. Dann ließ Peking den Tempel wieder öffnen und restaurieren, was noch zu retten war. Auch den Jobo, die heiligste Statue der tibetischen Nation, der Buddha der Gegenwart. Welche Geschichte versteckt sich hinter dieser Statue, dem Buddha der Gegenwart? Nun, diese Buddha-Statue wurde zusammen mit weiteren noch zu Lebzeiten Buddhas in Indien gemacht. Eine brachte die nepalesische Prinzessin Brikuti zu uns, als sie den tibetischen König Songtsen Gampo im 7. Jahrhundert heiratete. Und als Songtsen Gampo auch noch die Prinzessin Weng Cheng aus China zur Frau nahm, wollte er nichts anderes als auch diese zweite Statue des Buddhas der Gegenwart als Ehegeschenk. Damals gab es noch keine einzige Statue von Buddha in Tibet. Der König ließ auch den Tempel bauen. Mhm. 50 Jahre kommunistische Herrschaft haben die Sehnsucht nach Religion weiter genährt. Viele Pilger sind über Monate unterwegs, um einmal in ihrem Leben im Chokhang-Tempel zu beten. Und statt der Propagandasprüche der Partei, das Mutterland China zu lieben, murmeln die Gläubigen nach wie vor die uralte Gebetsformel. Meine Zuflucht ist Buddha und Dharma, die Lehre Buddhas. Meine Zuflucht ist Sangha, die Gemeinschaft der Gläubigen, und Lama, der Führer auf dem Weg zur Erleuchtung. Einst waren im Chokhang-Tempel über 200 Mönche. Jetzt sind es gut die Hälfte, sorgfältig von der Regierung ausgesucht. Die ehemals allmächtige Geistlichkeit hat längst ihre weltliche Macht verloren. Der Grundbesitz ist verstaatlicht und das staatliche Amt für Religionsangelegenheiten wacht darüber, dass die Klöster vom vorgegebenen Kurs Pekings nicht abweichen. Die Gläubigen spenden trotzdem. Aber auch wenn die Mönche heute sozusagen Angestellte des Staates sind, garantiert der neue Status keineswegs Linientreue. Die Klöster sind, trotz aller rigorosen Kontrolle, oft genug noch Zentren des Widerstandes. Während der vergangenen zwei Jahrzehnte brachen regelmäßig Proteste gegen die Religionsunterdrückung aus. Sie wurden erbarmungslos niedergeknüppelt, wie das Polizeivideo aus den 90er Jahren zeigt. Seither haben die Chinesen ihre Präsenz im Barakor verstärkt. Die Polizeistation im Heiligen Bezirk ist unübersehbar. Die engen Gassen im Innersten der Stadt waren für Polizei und Militär schon immer ein Albtraum. Hier starteten die meisten Aufstände gegen die Besatzer. Sicherheitskräfte überwachen jeden Meter auf dem